Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier einen Laptop von HP und zwar ein 17-CA1 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier oben. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur und dem Touchpad ist es so, beides kommt zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt aufzuschrauben, muss man zum einen die 3 oder beziehungsweise 4 Schrauben, die hier offen ersichtlich sind, rausnehmen. Und dann ist es so, auch unter den Gummischienen sitzen noch Schrauben. Und zwar muss man diese Gummischiene hier komplett wegnehmen, während hier nur an den äußeren Enden Schrauben sind. Das heißt, da reicht es, wenn man das ein bisschen nach oben hebelt und dann kommt man so an die Schrauben ran. Und die Gummischienen, ja, die können manchmal ein bisschen fummelig sein, vor allem wenn man sie zum allerersten Mal wegmacht. Meistens geht das mit den Fingernägeln ganz gut. Sollte das mal nicht so gut gehen, kann man sich auch einfach ein bisschen hier eine Hilfe holen und das dann hochheben. Und wie gesagt, die Gummischiene hinten muss man komplett abziehen, da hier eben 4 Schrauben drunter sitzen. Die andere Besonderheit ist, dass man auch das Laufwerk vorher rausnehmen muss. Das wird ja von dieser Schraube hier gehalten, mal so nebenbei. Dann kann man das eben einfach zur Seite hin rausziehen. Und auch hier sind eben noch 2 Schrauben, die man vorher lösen muss. Und die sind auch kürzer, die sehen anders aus, also am besten getrennt aufbewahren. Bei den anderen Schrauben ist es so, dass die Schrauben, die zu sehen sind, eine andere Farbe haben als die, die unter den Gummischienen sind. Also wenn man darauf Wert legt, legt man sich die am besten auch getrennt hin. Und ja, dann kann man die Unterseite eigentlich schon vom Gerät lösen. Ich benutze hier übrigens für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Und zwar ist hier wirklich alles dabei, was man so gebrauchen kann. Von Öffner über ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen, die man so braucht, über Pinzetten. Ich habe mir das jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. In dem Fall sind das hier ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, die kann man alle mit einem PH0 als Aufsatz lösen. Und das gilt dann auch für die Arbeiten im Inneren des Geräts. Um die Unterseite jetzt vom Gerät zu lösen, ich zeige euch ganz kurz, wo die verläuft. Die ist nämlich einmal hier und dann läuft die hier entlang. Und dann kann man das auch hier sehen, also hier drinnen zwischen dem schwarzen und dem silbernen. Da muss man dann eine Öffnung finden und ja, ich benutze dafür einen der Öffner, die auch hier mit dabei sind. Und im Normalfall versuche ich eigentlich auf der Rückseite anzufangen. Da hat man oft den besten Zugang und dann versuche ich quasi zwischen die Verbindungslinie reinzukommen und die Unterseite nach oben zu hebeln. Und da hört man schon, das kann wirklich teilweise sehr laut knacken. Das ist aber völlig normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen, da muss man also keine Angst haben. Und dann arbeite ich mich so einmal um das Gerät herum. Ja, und wie gesagt,
Die Unterseite sitzt jetzt hier mehr oder weniger von der Seite aus. Auch hier kommt man aber wirklich sehr leicht daran und kann das dann so nach oben hin lösen. Und meistens kann man irgendwann dann schon anfangen, mit den Fingern, genau wie hier, runter zu greifen und das mit so ein bisschen Rütteln und Wackeln nach oben hin zu ziehen. Und dann ja, kommt die einem oft schon entgegen. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und in dem Fall ist der Akku direkt auf das Mainboard gesteckt. Das heißt, wir nehmen den auch gleich ganz raus. Dafür muss man diese Schrauben hier lösen. Und so haben wir dann auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn die Schrauben raus sind, kann man den nach oben hin dann von dem Stecker hier abziehen. Und ja, so auch natürlich tauschen, wenn man das vorhat. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll ist. Der Stecker ist jetzt hier schon da. Das Gehäuse dazu muss man separat kaufen. Dann sehen wir hier drüben die SSD. Da sind die beiden RAM-Riegel. Wir sehen hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Dann haben wir hier noch das WLAN-Modul. Und ja, auch eine Besonderheit bei vielen HP-Geräten ist, dass man die Strombuchse, sollte die mal kaputt gehen, tatsächlich einfach über ein neues Kabel oder einen neuen Anschluss hier tauschen kann. Wir haben da auch ein separates Video dazu. Also in dem Sinne sehr nachhaltig mitgedacht. Den RAM zu tauschen ist hier wirklich super einfach. Da muss man nur diese beiden silbernen Klammern hier so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt er einem schon förmlich entgegen. Ja, dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen, austauschen oder vielleicht will man auch nur einen einbauen. Und das wiederum geht genauso einfach. Der kommt einfach in den Slot, wird ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch der Austausch der SSD. Die wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD so ein kleines bisschen nach oben hebeln und dann nach hinten aus dem Slot ziehen. Und auch hier umgekehrt genauso. Die kommt zurück in den Slot. Bis ganz nach hinten. Dann einfach ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Auch der Lüfter lässt sich bei dem Gerät einzeln tauschen. Und da ist es so, der wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Und man muss das Kabel, was den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, auch noch trennen. Ich mache das jetzt in dem Fall hier mal zuerst. Den zieht man einfach so nach hinten hin raus. Da merkt man sich einfach, wo welche Schraube ist. Die silberne war jetzt in dem Fall hier unten rechts. Und hier drüben sieht man noch, da läuft noch ein Kabel hier zum WLAN-Modul. Das heißt, wenn man den Lüfter rausnimmt, da einfach ja, nicht dran reißen, sondern das einfach hier aus der Führung rausnehmen, ganz locker. Und so kann man den Lüfter dann tauschen. Beim Wiederverbinden, je nachdem wie rum das Kabel ist, noch ein kleiner Tipp. Auf der einen Seite des Steckers hier oder des Anschlusses kann man Kontakte sehen. Und die zeigen hier beim Wiederverbinden nach oben. Und in dem Fall würde ich das auch zuerst machen. Hat auch den Vorteil, dass man es am Ende nicht vergisst. Weil das ist Worst Case, da muss man nämlich alles nochmal aufmachen. Und im schlimmsten Fall merkt man noch nicht mal, dass man es vergessen hat. Dazu kommt er wieder hier rein. Auch schauen, dass der wirklich bis ganz zum Anschlag wieder drin sitzt. Ja, und dann kann man den Lüfter wieder in seine Position
legen. In dem Fall jetzt eben auch das WLAN-Kabel nochmal hier einfädeln. Einmal oben, einmal unten, einmal oben. Genau so. Und dann kommt er zurück auf die Gewinde. Muss nur noch wieder verschraubt werden. Und ja, also super einfach gemacht hier. So, der Akku kommt einfach wieder auf seine Position. Und da ist es so, dass man den ja jetzt einfach hier auf den Stecker drauf drückt. Und dadurch auch natürlich automatisch die richtige Position schon wieder hat. Der hat zusätzlich hier unten trotzdem nochmal so zwei Hilfsausbuchtungen, wo man den reinlegen kann. Und verschrauben und ratzfatz erledigt. Die Unterseite legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt sie nach unten hin fest. Auch in der Mitte. Und hier ist es so, da kann man wirklich fester nach unten drücken, dass sich alle Einraststellen wieder verbinden. Ich gehe auch am Ende immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann kann man die beiden Schrauben vom Laufwerk als erstes wieder verbinden. Das Laufwerk dann auf jeden Fall rein, dass das durch die Schraube auch wieder gehalten wird. Ja, und dann kann man alles wieder verschrauben, macht die Gummischiene wieder drauf und sollte die mal nicht mehr so richtig kleben, man kann da ein neues beidseitiges Klebeband kaufen. Alternativ dazu kann man natürlich auch Gummifüße hier separat kaufen und da drauf machen, also da gibt es Möglichkeiten. Ja, und dann ist man damit schon relativ schnell durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.